Direkt hinter dem bekannten Öpfelhäuschen bei der Station Lampenberg an der Barenmattstrasse in Hölstu ist Grosses aufgerichtet worden. Der Obstbaubetrieb Lütti lässt eine rund 1000 Quadratmeter grosse Obsthalle bauen. Die Halle beinhaltet 5 Kielzellen und ist für einen Umschlag von 30 Tonnen Obst ausgelegt. Ab Mitte 2018 wird in der Halle Obst gelagert, verarbeitet, sortiert und verkauft. Der Direktverkauf wird dann im komfortablen Hofladen wieder aufgenommen. In Augusta Raurica braucht ein kleines Gespenst Hilfe. Auf einem spannenden Rätselrundgang durch die antike Stadt weisen verschiedene Duftspuren den Weg. So können Namen gefunden und zugeordnet werden. Damit findet das kleine Gespenst dann seine Ruhe. Die Teilnehmenden bekommen beim Eingang eine kleine Kiste mit alchemistischen Duftnoten ausgehändigt. Dann folgen sie diesen geheimnisvollen Spuren und lösen das Rätsel. Ein Riesenspass für die ganze Familie. Kein anderer Teil des BLT-Liniennetz ist in einer derart hohen Belastung ausgesetzt wie der einspurige Flaschenhals im Bereich Spiesshöfli in Binningen. Hier fährt knapp alle 2 Minuten ein Tram. Im März 2018 wird die BLT ein Projektdossier beim Bund einreichen, um damit ein formelles Planungsgenehmigungsverfahren auszulösen. Mit diesem Projekt sollen die 350 Meter ausgebaut werden. Die geplante Doppelspur wird die Sicherheit und den Verkehrsfluss erhöhen. Schwangere Frauen in Notsituationen haben neu die Möglichkeit, ihr Baby unter der Wahrung von ihrer Identität im Bethesda-Spital oder in der Frauenklinik Basel-Land in Liestal vertraulich zu gebären. Damit kommen die beiden Spitäler der Forderung vom Bundesrat und dem Wunsch der Behörden Basel-Stadt und Basel-Land nach, Frauen in Not zu unterstützen und vertrauliche Geburten zu fördern. Beim Eintritt bekommen die Schwangeren ein Pseudonym und ihre Akte wird vertraulich behandelt. Ans Zivilstandsamt wird die Geburt als vertrauliche Geburt gemeldet. Eine automatische Meldepflicht an die Einwohnerbehörde bleibt aus.